Wenige Menschen haben die Geschichte des modernen Feuerwehrwesens ähnlich stark geprägt wie Konrad Dietrich Magirus. Der Ulmer Bürgersohn rief 1847 in seiner Heimatstadt eine der ersten freiwilligen Feuerwehren des Deutschen Reiches ins Leben. Als unermüdlicher Forscher und genialer Tüftler erfand er zahlreiche neue Gerätschaften, die die Möglichkeiten der Brandbekämpfung dramatisch verbesserten. Und so baute Konrad Dietrich Magirus schließlich auch eine Firma auf, die bis heute zu den weltweit führenden Anbietern von Fahrzeugen und Geräten für den Brand- und Katastrophenschutz zählt. Konrad Dietrich Magirus war ein Feuerwehrmann mit Leib und Seele. Als junger und wagemutiger Turnwart der TSG Ulm kletterte er gemeinsam mit seinen Turnkameraden, noch ohne wirksame Schutzausrüstung, auf brennende Dächer, um Brandherde abzuriegeln und Feuer einzudämmen. Wenige Jahre später wurde er erster Vorsitzender der Allgemeinen Deutschen Feuerwehrversammlung, aus dem später der Deutsche Feuerwehrverband hervorgehen sollte. 1863 wurde er der erste Vorsitzende des neu gegründeten Württembergischen Feuerwehrverbandes. Kurz darauf gründete er dann die Feuerwehrrequisitenfabrik C.D. Magirus, in der das heutige Unternehmen Magirus seine Wurzeln hat. Ein Meilenstein der Entwicklung war die sogenannte Ulmer Leiter, die Konrad Dietrich Magirus 1872 im Rahmen der Weltausstellung in Wien vorstellte und für die er prompt eine Goldmedaille bekam. Es war die erste fahrbare und freistehende Leiter zur Brandbekämpfung. Eine Neuheit, die Magirus schon wenig später in die ganze Welt lieferte und die frühzeitig den exzellenten Ruf des Unternehmens begründete. Unzählige weitere Erfindungen und Neuentwicklungen sollten folgen. Konrad Dietrich Magirus ist ein Pionier der Brandbekämpfung und für Feuerwehrleute aus der ganzen Welt bis heute Vorbild und Inspiration.